Ich muss nicht darüber nachdenken, was in meinem Leben schon alles schiefgelaufen ist. Ich weiß, wie sehr du sie vermisst. Ich habe einfach schon genug schlechte Nachrichten bekommen in meinem Leben. Ich will keine einzige mehr hören. Wenn die, wird ja in der Anfangsszene auch ganz interessant thematisiert, die Schmuddelpresse über sie herfällt. Sie haben dankenswerterweise den Willen und die Kraft, sich dagegen zu wehren, zu verteidigen. Ist in Ihren Augen der Journalismus heute tatsächlich so verkommen, dass die erfolgreichsten Vertreter dieser Gattung eigentlich nur noch, dass man denen nur noch juristisch beikommen kann? Sie meinen jetzt die erfolgreichsten Vertreter der Presse? Die, klar. Also ich würde das erstmal auch immer empfehlen, juristisch denen beizukommen, weil ja eine andere Sprache die gar nicht verstehen. Also wahrscheinlich, also ein Boykott, wenn eine berühmte Person sagt, ich boykottiere die Bildzeitung, das ist denen doch scheißegal. Also wenn man das Gefühl hat, die überschreiten Grenzen und zwar Grenzen der Legalität, dann sofort mit dem Anwalt drauf, kann ich nur empfehlen, man gewinnt immer gegen die Bildzeitung, weil die einfach auch richtig oft Unrecht hat. Und für mich ist eben total wichtig, einmal zum Beispiel Konsumenten zu sagen, kauf den Scheiß nicht. Das tut richtig weh, wenn die Bild-Zeitung zugeben muss, ja, die jungen Leute kaufen uns nicht mehr, dann freue ich mich total. Ich, ja, da habt ihr wohl was falsch gemacht, was? Und also Absatz, da verstehen die keinen Spaß. Und Klagen, das hat sowas, wie so, ja, wie die Mafia, wenn man so in Wirklichkeit gar nicht viel Macht hat, aber ständig behauptet, man hat Macht. Also ich weiß von vielen prominenten Leuten, die schreiende Bildredakteure am Telefon haben und die sagen, wir machen dich platt, wir ruinieren deine Karriere, wenn du nicht jetzt zu dieser Scheidung oder was uns ein Interview gibst. Und wenn man da drauf reinfällt und denen, man gibt denen ja nur die Macht, wenn man dann springt, wenn die rufen. Und das Allercoolste ist einfach aussitzen und sich erpressen zu lassen in dem Sinne, dass man einfach sagt, ja, dann mach doch. Versuch doch, meine Karriere zu ruinieren. Und es gibt halt genug Beispiele, Anke Engelke, Stefan Raab, fette deutsche Künstler, die komplett neben der Bild-Zeitung existieren. Die arbeiten nicht mit denen zusammen und machen eine Wahnsinnskarriere in diesem Land. Es geht sehr gut ohne die.